Hallo und willkommen zurück bei Resident Evil Zero mit mir, dem Maru. Als allererstes sollten wir mal Platz im Inventar machen. Nehmen wir doch einfach die Waffe hier ab. Dann können wir auch handeln gehen. Um wieder ein bisschen Mut zu schieben. Dann sie mit der Schrotti. Oder ja doch. So, gehen wir mal rein. In den Aufzug. Ah, der könnte nur einen benutzen. Na gut. Da das eine animierte Szene ist, passiert da noch was? Das wäre ungünstig. So ein bisschen. So gefährlich. ich hasse Horror. Wieso mache ich das hier? Ja, ihr geht schön zusammen da lang. Achso, die war noch getrennt. Ach klar. Ach, mein Fehler. Ich hätte noch kurz Starttaste drücken müssen, damit die sich wieder partifizieren. Wo ist die Fahrstuhlmusik? Das habe ich schon mal Left 4 Dead gemacht, werde ich hier nochmal nachmachen. Keine Sorge. Okay, das kommt jetzt. Erstmal natürlich wechseln wir wieder auf die Becky. Ist mir lieber als Billy. Na komm, gib mir ein Bild. Ah. Come on. Okay. Dann waren wir mal zusammen unterwegs hier. Ah, das finde ich natürlich die Karte. Meine Karte war auf. Hier hinten. Genau. Okay, wir haben nur links abbiegen. Hier. Moment, ich will wissen, was an der Tafel steht. Na komm. Kannst du nicht lesen? Eine Treppe führt nach einem, sie ist eingestürzt und kann nicht benutzt werden. Nee, das will ich gar nicht wissen. Ich will die Tafel sehen. Hm, geht wohl nicht. Dann gucken wir mal die Wand an. Können wir auch nicht. Okay, dann gehen wir hier durch. Okay, da haben wir Erste Hilfe. Gut zu wissen, wenn die da ist. Leiche von Soldaten. Können wir nicht markieren, das heißt, er steht auf irgendwann. Ah, da lag eine Notiz, die holen wir natürlich erstmal. Markus Tagebuch 2. Herausgerissene Seite. Vorsichtig wie ich bin, habe ich meine Babys in eine Spezialkapsel gestellt. Aber mir sind sie nicht sicher. Ich muss sie verstecken. Ein Eichelblatt versteckt im Wald. Ein Eichelblatt versteckte im Wald. Das heißt, die Flasche ist unter vielen Flaschen, würde ich sagen. Die Kapsel lässt sich nur mit einem speziellen Verdünner öffnen. Spencers Handlanger wird es niemals gelingen. Es klingt auf jeden Fall, würde die Flasche bei anderen Flaschen stehen. Das heißt, das würde man beim Hinterkopf behalten. Och nö. Ah, und da will ich nochmal raus und wieder rein. Gucken wir uns mal kurz um hier. Ich kann mal speichern. Was haben wir hier? Ein einfacher Lastenaufzug. Es scheint dem OP-Raum zu verbunden sein. Zum OP-Raum schicken. Nein. Speicherpatronen, das ist Billys Aufgabe. Ah, brauchen wir jetzt nicht. Die 5 Meter brauche ich nicht speichern. Ja, dann gehen wir nochmal runter.
Dann können wir eigentlich auch direkt erstmal die Ausrüstung austauschen. Hier, Billy, wieder ganz viel Munition für dich. Verdammt. Drei Cutscenes. Und dann nochmal drei. Das kann dauern. Die Folge wird fast nur im Fahrstuhl sein. Mist. Wir machen ein bisschen länger. Mal sehen, wie viel Action noch passiert. Wir wollen ja natürlich mehr Aktion. So, wie viel wird die Fahrstuhlmusik? Stellt sie euch vor in eurem Kopf. Schöne, helle Töne. In der mitreißenden Melodie. Lieblich ist naja, wahrscheinlich der falsche Wort dafür. So, hat natürlich unsere Waffe, die wir bitte mitnehmen sollen. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Nein. Und Tür. Und Fahrstuhl. Noch eine Tür. Und jetzt sind wir wieder in dem Raum. Jetzt müssen wir noch eine Tür und dann können wir den Greifhaken benutzen. Yay! Ich frage mich, was diese 80 Kilo Begrenzung sollte. Ich denke mal, Billy ist schwerer als 80 Kilo. Aber er ist nicht kaputt gegangen beim ersten Mal. Und wenn er kaputt gegangen wäre, was dann? So, jetzt kommen wir hier wieder die Treppe hoch. Und jetzt haben wir keine Munition und stehen hier oben alleine. Yay. Wahrscheinlich wird da unten der Zombie immer mal auftauchen, damit dieses, da irgendwas wackelt, wenn du reagieren musst. Da ein Zettel. Tagebuch des Laborleiters. Heute gemäß Markus' Befehl Zugangscode für die Plattform geändert. Ich fragte ihn, worauf der Code basiert. Er sagte, es hätte etwas mit dem Wachstum seiner Kinder zu tun. Aber er ist ein Einzelgänger, nicht verheiratet, hat auch keine Kinder. Was meint er bloß? Oh Gott, also er hat Käfer? Ekel, Egel hat er. Aber wie wachsen Egel? Uah! Ah, ich hab dicke Waffe. Auf doch! Boah. Oh, geht das schon? Ne, nur Vorsicht. Ein Glück. Also, wenn es anderen Weg dazu lang geht, ich weiß nicht. Aua, Egel! Flasche. Was ist hier? Eine Sammlung von Egel-Exemplaren. Knopf drücken. Bitte. Was soll denn schief gehen? Eine der Kapseln glüht. Ja, kann ich jetzt nicht mitnehmen.
Ah, Igel. Ah, das ist die Karte. Boah, ich. Nein, das war nicht die Karte, das war die Tür. Oh. Okay. Bitte nichts Fieses. Jetzt sind wir Vorsicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Kann ich vielleicht jetzt die Gun runterschieben? Okay, ist dann die Karte mit. Die Igel sind ja glücklicherweise abgelenkt. Die fressen sie irgendwo anders. So, ja, da hinten ist ein Missionsobjekt, das ist wichtig. Warum ist immer Becky die kaputte? Wir müssen aber irgendwie unseren Freund hochkriegen. Jetzt gucke ich mal, ob ich die Kettengun in das Ding reinkriege. Weil man kann sie natürlich nicht vom Balkon schmeißen. Das wäre zu einfach. Na, das ist ein Knopf. Drücken. Ja. Erstmal gucken, dass sie sicher ist, bevor ich mich hier. Ja, sie ist sicher, okay. Auf zu Billy. Oh, was ist mit Billy? Billy hat Granatwerfer. Billy hat einen Granatwerfer. Billy hat sowas von einem Granatwerfer. Wir können nicht speichern, sondern Rebecca Hilfe braucht. Okay. Also, solange jemand einer von beiden im Raum ist mit Monster, kann man nicht speichern. Okay. Jetzt erstmal nach hinten laufen. Ja, fast alles verschossen. Oh, wo sind wir hier gelandet? Na, kommen wir lieber auf die Karte. Okay, die sind beide zu. Hier sind mehr Kraut. Diese Tür ist in einer Büste von Markus verziert. Ein Sockel ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Da muss wahrscheinlich die Egelprobe rein. Ein Gerät zum Eingang einer Kombination. Aber da fehlt etwas, das kann nicht benutzt werden. Gut, also der ist jetzt mal jetzt hier gefangen. So, wo kann Becky hin? Becky kann hier rechts in den Raum und geradeaus weiter. Der Rechtsraum sieht irgendwie kürzer aus. Hier oben kann man zwar auch speichern, aber ich habe keinen Speicher mehr. Okay, da ist ein Benzinkanister, den wir nicht brauchen. Da ist einmal Kraut, das essen wir mal direkt. Verwenden. Yummy, grünes Kraut. Ja, hier ist zwar ein Speicherpunkt, aber auch so ein Speicherding. Puh, machen wir mal gleich. Ich will kurz gucken, was in dem Raum hier drin ist. Ich sehe die Tür. Die ist verschlossen. Die können sie nicht öffnen. Ist das eine Leiter? Ne, das ist nur so ein Ding. Okay. Ich will mal gucken, ob ich zu den Dings runterkomme, damit ich diese scheiß Hakenwaffe. Es ist zu hoch zum Runterspringen.
Na, dann kommen wir nicht weg. Dann machen wir die Folge ein bisschen kürzer, dafür beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen länger. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.